Guten Abend. Sie bringen uns was Leuchtendes hier, was Schillerndes. Ja. Erzählen Sie uns mal. Hier eine tolle Vase, die hat meine Frau vor 3 Jahren auf einem Flohmarkt erworben. Gratuliere. Und die Geschichte dazu kann sie ja dann erzählen. Ja, die wollen wir jetzt hören. War eine junge Dame, die hat mir was verkauft, das hat 50 Cent gekostet. Und ich habe mit 1 Euro bezahlt und habe gesagt, das ist in Ordnung so. Und da sagte sie, nein, das will sie nicht. Und ich soll doch mal auf den Boden gucken, alles Kiesboden. Und da stand ein Sammelsurium an Vasen und da habe ich mir die ausgesucht. Wo war das? Da möchte ich auch hin. Ja. Sehr schön. Und Sie wissen, was das für eine Vase ist? Also ich habe dann im Internet immer mal geguckt, im eBay, und habe sie nie gesehen. Mhm. Und durch einen Zufall bin ich dann mal auf Google Bilder geraten und habe sie dann da gesehen und habe gesehen vom Auktionshaus und konnte dann halt sehen, dass der Herr Hofstetter die gemacht hat für die Firma Lötz für die Weltausstellung in Paris. Und Sie meinen, das ist echt? Ja? Das weiß ich nicht. Keine das Ahnung. Ist die Frage. Ist echt, das ja. Ist die Frage. Sie haben, so was kann keiner nachmachen. Nein, sowas kann keiner. Ist ja toll. Wir schauen uns jetzt mal genau an. Ja. Also hier steht Lötz drin, Lötz Austria. Mhm. Der damalige Besitzer dieser Firma, Max Ritter von Spaun, der war ausersehen als einer der Repräsentanten. Und 1896 wusste er bereits, dass er für die österreichisch-ungarische Monarchie Sachen auf der Weltausstellung ausstellen sollte. Und hat jetzt natürlich überlegt, was bringe ich? Ich muss ja was Besonderes bringen. Und in dieser Firma hatte man schon eine ganze Menge Dekore entwickelt auf herrlichen Gläsern. Und er stand immer so ein bisschen in Konkurrenz zu dieser berühmten Firma Tiffany in New York. Aha. Diese eleganten, schönen, federartigen Gläser. Und er sagte sich, ja, ich muss etwas bringen, was nicht so teuer ist. Und dann beauftragte er eben einen, wie Sie sagten gerade, den Hofstetter. Und der also witzigerweise ist gerade in Reichenberg, also in der Nähe, eine Ausstellung von Tiffany-Gläsern 96 gezeigt worden. Und da ist er natürlich hin und hat sich das angeguckt, hat gesagt, können wir auch, natürlich, ja, vielleicht sogar besser. Und hat dann eben angefangen zu experimentieren. Aber er hatte noch nicht den künstlerischen Hintergrund, um da wirklich was Vernünftiges daraus machen zu können. Es sind dann klassische Formen entstanden in diesen neuen Techniken. Was fehlte, war eben eine Idee. Und da kam rein per Zufall aus Ludwigsthal, wo eine Kirche gerade ausgestattet wurde von diesem Herrn Hofstetter, den Sie eben schon genannt haben, der Hofstetter nach zu Lötz, weil er Mosaikgläser brauchte für seine Kirchenausstattung. Und da hat der Herr von Spaun gesagt, oh Moment, du Glas, Künstler, guck doch mal, kannst du was machen? Und der Hofstetter hat gesagt, warum nicht? Ja, und hat eben an die 30, 40 Modelle, mehr oder weniger aus dem Handgelenk, ihm entworfen, die heute alle erkennbar sind, einen eigenen Stil haben. Das haben Sie ja auch im Internet gefunden. Und in diese Gruppe gehört diese Vase. Das ist eine der kleineren, bescheideneren. Aber das Interessante ist, dass er offensichtlich auch die Dekoration dazu entworfen hat. Diese Lötz-Technik basiert ja darauf, dass silberhaltiges Glas umsponnen wird, um ein Glas, in diesem Fall mit zitronenfarbenem Grund, Unterfang mit Überfang, viel zu kompliziert, erzähle ich Ihnen nicht mehr, aber dass dieses Silberglas eben unter besonderer Behandlung in Muffelöfen dann sein Silber wieder freigibt und diesen Glanz entwickelt. Ja. Und der Herr Hofstetter hat sich eben durchaus auch beeinflusst von Gallet überlegt, irgendwie muss ich da was Symbolisches reinkriegen. Das ist ja die Zeit des Jugendstils, Symbolismus, Naturverbundenheit. Wir alle verbinden Blumendekor damit. Und der Hofstetter hat aber gemeint, naja, die Grundidee von Herrn Gallet zum Beispiel, eine dunkle Bodenzone, aus der irgendwie sich was entwickelt, wo der Himmel drüber steht. Vielleicht Sonnenuntergang, ja, also solch eine Lichtschicht. Und dann dies hier vielleicht orange, wenn die Sonne untergeht. Ja. Also das hat durch alles auch einen Sinn, der drüber rausgeht. Der Mann war Symbolist in dieser, wenn Sie diese Kirche in Ludwigsthal mal sehen, das ist unglaublich, die ist noch voll erhalten. Ja. Er hat eine zweite ausgestattet, noch Weiden in der Oberpfalz. Und in München. Da hat sich in München auch, da hat sich das schon etwas verfestigt. Aber man muss sich klar machen, das ist ein Kirchenmaler, der diese Vase entworfen hat. Für den war das ein absolutes Nebenprodukt. Ja.
Also das ist eine hochspannende Geschichte und also vom Flohmarkt hätte ich die rasend gern gefunden, muss ich sagen. Sofort. Ja. Sofort hätte ich die mitgenommen. Gar nicht gezögert, auch nicht mal verhandelt mit dem Verkäufer. Und ja, mit der Bewertung, so kann ich Ihnen eigentlich nur gratulieren, wenn Sie so für 50 Cent das eingekauft haben, dann haben Sie das vervieltausendfacht. Oh. Weil das ist, solche Vasen werden heute eingestuft zwischen 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Oh. Das ist wirklich eine ganz, ganz seltene Geschichte. Ganz herzlichen Dank.